Monitor. Aber oh, da unten ist er. Oh. Oh. Alter, einmal frei. Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf der Zilonka im LS22 zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Hallo. So lang ist her, ich habe vergessen zum Schauen, aber ich habe so das Gefühl, es ist ein Monat her. Ja, wir sind wieder back am Start. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, die letzte Folge war auf jeden Fall im Jahr 2024. Nee, das war eine andere. Das war Alpenvorland, warte. Zilonka ist irgendwie nur drei Wochen. 10. Januar. Ja. Geht schon. Ja, wir wieder zurück. Es gab ein Update im LS, deswegen, wenn es nur ab und zu leckt, kann es. Mir leckt gerade die ganze Zeit. Ein PM-Truck. Ja, cool. Das ist ein altes Modell. Vom Kartoffelrohr. Nö, aber der hängt vom Kartoffelrohr. Mission. Wir haben den Fendt. Das ist auch Mission. Ah, Max. Ich hab erst letztens den. Oh, der schaut ganz schön, Alter. So gut. Wo muss das überhaupt snow? Ich weiß es nicht. Ich hab auch keinen Plan. Ich hab erst letztens den neuen Prototypen im Funset K-Truck sehen können. Oh, Nachfolger können. Oh. Kartoffeln? Bauernmarkt. Kennst du den schon? Ein Funset K-Truck. Habe ich dir letztens. Ich weiß nicht, habe ich dir dann Snap geschickt? Ich glaube nicht. Also, da sind wir daheim, habe ich einen Snap nicht geschickt, das weiß ich noch. Achso. Da unten ist der Bauernmarkt. Der Gure. Kannst du mal googeln. Haartrag. Das war. Der erste, soweit ich noch weiß. Der erste mehr oder weniger. Warte mal, ganz Serienreife. Anfangsserienreife-Typ. Kann es sein, dass ich das noch nicht angeschaut habe? Weil. Ja. Ich habe da seit. Da steht dran, vor einem Monat. Oh ja. Kann man schon machen. Da ist er. Sieht man nicht da. Ja, das ist Snap plus. Das ist gut. K-Truck. Jo. Ach, nee. Wo muss ich denn jetzt da hin? Boah. Was habe ich überhaupt dabei? Ich weiß es nicht einmal. Wir machen mal wieder Radio. Nein, da. Koffer oder was das ist. Oh Scheiße. Oder so, komm, hör sie. Oh Scheiße. Querfeld ein, Jüt. Das wird nix. Wo bin ich? Feld 32, da kommt gleich ein Haus oder ein Zaun. Eins von beiden. Oh, Junge, ich war 400 km/h, Mann. Nee, bei mir stehst du. Hey. Jetzt steh ich. Super. Ich hatte gerade minimal so, komm, hier ist sie. 1, 2 Ehrengrad. Ach nee, dann muss ich mir einen Zug bieten, das hat sich nicht entdeckt, Leute. Bauernmarkt. Also ich bin gerade 400 km/h gefahren. Abfahrt. Läuft. Boah, warum ist der Radio so laut? Kennt uns die Wiesen? Nee, gell. Ah, gezeigt gerade. Welche? Die hier. Warum ist der denn so laut? Ach, Junge, warum leckt es denn so, Mann? Das leckt gerade massiv. Es wird bei mir dann auch gleich lecken. Ja, tut's auch so. Ich fahre eigentlich durchgehend mit 70 FPS, aber dann gibt's mir immer so wieder so einen Drop mit so 10. Schnell. Wie gekonnt. So, dann jagen wir den Kollegen da mal runter. Der Fendt fährt 80, Mann. Ja, leck. Ja. Geht was? Darf ich mal sagen? Bin ich hier? Da, ich bin richtig. Oh, landen. Oh. 22 wäre schon mal gut. Aus dem Weg, ich muss da noch.
Meine Hupe klemmt. Einmal frei, einmal frei. So, warum kann man nicht abmachen? Pass auf, du. Das ist eine super Sache. Wir müssen doch pressen, gell? Was? Ja, hoi. Meine kann schon wieder nicht mehr abladen, was sind das? Hast du die richtige Seite ausgewählt? Ja, ich krieg gar kein Ding. Gar kein Symbol nicht. Stehst du auf der richtigen Abladefläche? Ich fahr gerade nochmal neu hin. Das Problem war letztens auch schon. Ich werde angerufen. Auch nicht schlecht. Bis der dick im Business, ne? So, jetzt wählen wir links aus und dann fahren wir nochmal hin. Jetzt, das geht doch. Das ist noch eine Mission. Ha. Rohr ja. Einfahren. Wie mache ich das gleich nochmal? Viereck? Nee, Viereck? Nee, das ist zu. Auf der Tastatur ist O. Glaube ich. In der Maschine zu klappen, X. Oh, einfach hier. Ah. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ah, ja. Da war ja was. Oh, Scheiße, das wird wieder laut. Oh, leck mir mal. Da war ja so eine Dresch. Und ab. Drescher-Sache. Bin ich da richtig? Ja, aber da war so eine Dresche-Sache. Da war so eine Dresche-Sache. Ja, jetzt so langsam kommt's wieder. Junge, ja, wo gut. Fährt denn der Zetor lang, Mann? Der ist doch vorne. Der ist doch vorne massiv zu leicht für die Scheibe gewesen. Das kann sein. Stell dir mal an, wenn der bremst. Warte. Und rückwärts fährt. Jetzt fährt er gerade. So. Ich nehme mal den Fiat und du bist. Machen Sie das. Sollten wir nicht eigentlich den Fiat in die Scheibe hängen? Ja, das bisschen wird jetzt auch noch schaffen. Okay. Ist nur so eine Idee, weil der hätte eine Fronthydraulik. Wo man Gewicht hinhängen könnte. Ja, was ist eigentlich mit dir los, Kollege? Mutter arbeiten und nicht rumstanden. Oder war da eine Oh, ich hab das hier alles auf eine Schwarz zusammen. Stimmt, direkt. Da war auch noch was. Ja, mal schauen, ob's die Brest aushält oder nicht. Hallo, hallo, hallo. Nicht so schnell, mein Kollege. Ha. Bis jetzt geht's 1A. Sie nimmt zwar nicht alles mit auf, aber es geht. Da war der weg von uns. Der wird jetzt Ballen ausschießen, wenigstens. Oder geht's so? Nee, sogar? Das ist eine Rundballenpresse, ich muss ja mal stehen bleiben dafür. Ja, minimal leicht ist er, minimal. Minimal. Ey, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ah, da. Nee, der 4, der ist viel zu groß für die scheiß Rundballenpresse, Mann. Nimm mal einen Porsche. Ach stimmt, das war ja der Plan, glaube ich. Weiß ich nicht. Alles mit dem Porsche zu machen. Da und da. Ja, das schaffe ich. Ja, das nächste Mal, passt schon. Mama. Haben wir die Front? Haben wir noch irgendeinen Bulldog mit Frontlader hier? Nö. Wie kann es eigentlich sein, dass aus der ganzen Wiese noch nicht mal zwei Büschel rauskommen, Mann? Nicht mal zwei? Nee. Was ist das? Ganz knapp. Ganz knapp zwei. Huh. Wir fehlen. Ach Junge, ernsthaft.
Mir fehlen irgendwie 20 Liter oder so. Das ist super. Haben wir noch irgendwo im Gerät drauf, wo man mal ankommt? Ja, lieber im Feld, hier und da. Da backt der Porsche das Mähwerk. Ja, der war aber Zapfen, doch, oder? Der hat auch Zapfen. Was ist das für ein Rausch? Das ist nur ich. Ja. Ja. Hey, das geht voll. Die kannst du mal zuklappen. Ja. Der ist ja so geil. Oha. Ja. Also, der hält voll nicht ab. Schau dir das an. Ist ja geil. Das Mähwerk ist für dreimal so groß wie der Porsche. Ja, das tut es. Geht schon. Ich muss es scheinbar jetzt an, wenn der Olaf. Bloß beim Ausklappen ist er wenig schwierig. Da kann es sein, dass er umfliegt. Oder es ist eins am Ende. Es klappt langsam um. Ja. Es läuft, es. Der geht auf Drehzahl. Junge, das ist. Das geht ja eins an, Mann. Das ist schon dieses andere. Ja, warum nicht? Haben wir schon mal, war das unser Acker? Er packt zwar nicht wirklich schneller, aber es geht voll. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Hauptsache er packt. Das ist nicht schlecht. Ja, und beim Anheben dauert es ein wenig, bis er wieder Standfestigkeit bekommt. Beim Zuklappen ist auch kritisch. Aber es geht. Das ist Hauptsache. Jo. Ich glaube, ich tue ins Porsche wieder zurück zu Grönland, Bulldog. So ist es. Ich sag's dir, wie es ist. Später kaufen wir noch Frontend. Ja, ich wollte gerade sagen, später gibt's noch Frontend-Rolliger und dann gebe ich. Dann macht sie in der Mitte Klack. Ah, warte, ich schweife mir schon so. Stimmt, den versteigen wir. Ja, Rallye. Ja, da nicht. Das Ding stimmt. Ich weiß da ja gar nichts. So, jetzt gibt's wieder Winter-Action. Vor allem zum Wenden ist der genau gemacht. Ja, das glaube ich. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen, wenn das vorne hin. Warum wendet er nicht? Ich muss es einstellen. Was haben wir? Glaube ich. Standard aufbereitet, angewägt, heu. Ah, jetzt halt ein Wendeter. Schaut gut aus. Oh, 1A. Da gucken wir gleich nochmal nach Missionen, ne? Ballenpressen. Oh. 22.000. Das wird jetzt wieder eine lustige Aktion mit Ding, aber geht. Beim Schwader, aber es geht wahrscheinlich wieder. Einfach nicht aufheben, das ist alles. Jo. Wie kommt man drauf? Ich habe schon wieder eine Erntemission für Kartoffeln mit dem gleichen Spann, was wir jetzt schon wieder haben. Wieder mit dem PM-Truck. Geil. Wie kommt man da drauf? Ja, also, weiß ich nicht, wenn der Bulldog ausgeht. Ja, warum nicht? Ja gut, es ist ein Mehrzweckfahrzeug. Man merkt selber, wa? Oh. Ballenpressen irgendwie. Komischerweise. Irgendwie. Weißt du, was mich wundert? 78 oder was? Ich bezweifle, dass der Schwader mehr wiegt wie das Mähwerk, aber ein Schwader hebt der Porsche nicht.
Ja. Ja, das sind so Sachen, die hinterfragt man einfach nicht. Das ist einfach. Bin schon Richtig. wieder zu blöd, ich finde die 78 nicht, Mann. Ja, da muss irgendwas. Also, ja, super. Hey, 22.000, das geht ja voll Hey, fit. die 78 ist eine Wiese. Ja, ich weiß. Das war gerade, Das das war war Main 22.000. die Wiese, was wir schon mal gemäht haben. Jo, die Und dann 10 Wohnungsklasse. Lagerballen für uns rauskommen sind. Jo, ich nehme sie nochmal an. Passt. Tipptopp 1 auch nicht. Nur die Frage. Doch komm, das mache ich. Scheiß drauf. Abfahrt. Fahren wir den Kollegen heimwärts. Was haben wir eigentlich mit Striegel? Das weiß ich auch nicht. Ja, gut. So. Da immer mal wieder Drescher abteilen können. Die Front, die drei liegen mit drauf. Nee, ich glaube nicht. Nee, haben wir nicht. Hm. So, fahren wir den wieder auf Zeiten. Alles klar. Gibt es noch was zu tun? Ich wollte eigentlich noch nicht die eine Mission da annehmen, aber irgendwie ist die despawned. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Also Ölrettich ist endreif. Erntereif. Ja. Ist super, den dreschen wir, oder? Weiß ich nicht, was machen wir mit Ölrettich? Weiß ich auch nicht. So, fahren wir mal Wir haben hier Unkraut auf unserem Richtung. Feld. Sind die dir Striegel damit? Sollte normalerweise aber. Der braucht 45 PS, wie viel hat der Porsche? Sie.
14. Oh, 14, so gleich. Ja, also das, ich verstehe das Problem nicht. Ja, dann hat er da Abfahrt. Ja, anheben wird wieder schwierig. Hoppala. Der war doch letztes Mal nicht so schwer. Ey, doch, anheben geht voll klar, Mann. Da packt er das. Ganz knapp. Den dreht's da wegen mehr wie dein Ziertor. Oh, da unten ist er. Einmal frei. Davon können wir uns in der nächsten Folge den richtigen Satz sehen. Der läuft, Mann. Der läuft richtig. Der packt's, Alter. Das ist so gut. Aber liebe Leute, wir sind auch mit dieser Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, kostet auch kein 10. Unten den roten Knopf drauf. Wir haben fast nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst mit der Porsche Action. Das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ceylon KML S22 zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es cool, haut rein und ciao, ciao. Ciao.